Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video der Besprechung von Blatt 6. Diesmal geht es um Aufgabe 3, also um die beiden Funktionen im Mehrdimensionalen, die dann verkettet und abgeleitet werden sollen. Ich habe das dazu schon mal wieder ein bisschen vorbereitet, in dem Sinne, dass hier die beiden Abbildungen schon stehen und an der rechten Seite schon das, was wir gleich an Formelmaterial brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Bevor wir allerdings jetzt mit der Berechnung der Aufgabe anfangen, gucken wir uns einmal ganz kurz an, was wir hier für ein begriffliches Material haben für so eine Funktion und wie wir das gleich verquicken. Also was wir zunächst einmal brauchen, ist der Begriff des Gradienten. Der Gradient macht im Wesentlichen nichts anderes, als der nimmt alle partiellen Ableitungen der Funktion f entlang der Koordinatenachsen, ausgewertet an einer Stelle a, und schreibt das Ganze in so einen Spaltenvektor. Und die Jacobi-Matrix macht dann nichts anderes, als alle Gradienten zu nehmen der Funktionen, die da drin stehen, und die dann quasi in so eine Matrix zu packen, indem man hier halt spaltenweise, beziehungsweise zeilenweise die Gradienten einträgt. Dann bekommt man hier so eine n-Kreuz-m-Matrix raus und das ist dann alles wunderbar. An der Stelle ein kurzer Hinweis zum Präsenzblatt 4 bzw. zu den Lösungen davon. Da stand ja in der Aufgabenstellung, berechnen Sie die Jacobi-Matrix. Und dann stand in der Lösung irgendwas mit zweifachen partiellen Ableitungen in alle möglichen Kombinationen. Da ist mir persönlich ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Lösung. Und zwar habe ich da nicht die Jacobi-Matrix ausgerechnet, sondern die Hesse-Matrix. Und die Hesse-Matrix, die werden wir im nächsten Blatt brauchen bei der Bestimmung von mehrdimensionalen Extrema. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so tragisch. Ich muss da nur einen kleinen Vermerk ans Blatt setzen, damit klar ist, dass das in der Lösung dann irgendwie die Hesse-Matrix sein soll und nicht die Jacobi-Matrix. Das bitte ich zu entschuldigen und das wird auch noch irgendwie kenntlich gemacht. Gut, nach diesem Vorgeplänkel können wir jetzt also wirklich mit Aufgabenteil A anfangen. Und bei Aufgabenteil A fangen wir an mit der direkten Berechnung dieser Ableitung. Das heißt, wir brauchen jetzt direkt erstmal g nach f von xy, wobei ich hier halt auf die Vektorpfeile an den Abbildungen aus Übersichtlichkeitsgründen jetzt verzichten werde. So, g nach f ist ja erstmal nichts anderes, als wir wenden erst f an und dann darauf g. Das heißt, wir können uns das so schreiben. Und f von xy, das kennen wir ja, das ist x Quadrat durch y und y Quadrat durch x. Und das müssen wir jetzt irgendwie in g einsetzen. Das heißt, wir müssen jetzt oben x Quadrat durch y Quadrat durch y als neues x werten, das hier einsetzen, y Quadrat durch x als neues y werten und das hier einsetzen. Das heißt, wir bekommen raus, wir brauchen jetzt x, das ist x Quadrat durch y mal, und jetzt müssen wir das y hier unten, das neue, quadrieren, also mal y hoch 4 durch x Quadrat. Und jetzt müssen wir hier unten einfach x mal y, also die beiden Komponenten, zusammenkleben. Also x Quadrat durch y mal y Quadrat durch x. So, das Ganze transponieren, damit wir halt wieder einen Spaltenvektor, beziehungsweise ja doch einen Spaltenvektor rauskriegen. Und dann können wir kürzen, weil hier sehen wir ja sofort, x Quadrat geht gegen x Quadrat. Das heißt, wir kriegen raus y hoch 3, weil wir das eine y ja hier auch noch kürzen können. Na, und hier sehen wir sofort, x geht gegen x. Y geht gegen y, das heißt, hier bleibt einfach stehen x mal y. Und wenn wir dann noch hier ein Transponiert dran setzen, dann haben wir hier eine explizite Darstellung für unser g nach f. Und das können wir jetzt ableiten, indem wir dafür direkt die Jacobi-Matrix hinschreiben. Denn das ist ja jetzt einfach Gradient dieser Funktion und darunter Gradient dieser Funktion. Also d g nach f von xy ist einfach gleich. Wir schreiben es einmal hin, der Gradient von y hoch 3 und darunter der Gradient von xy. Und das müssen wir jetzt einfach ausrechnen. Wenn wir das hier nach x ableiten, das ist ja die erste Koordinatenachse, kommt eine 0 raus. Wenn wir das nach y hoch 3 ableiten, nach y ableiten, kommt y 3y Quadrat raus. Ja, und wenn wir das hier unten nach x ableiten, dann kommt y raus, und leiten wir das nach y ab, kommt gerade x raus. Ja, und somit haben wir hier das Ergebnis stehen. Da das ja auch die Aufgabe war, die für die Studienleistung bewertet wird, kommen hier ganz kurz die Punkte dran. Also für dieses g nach f einmal explizit ausgerechnet gab es 2 Punkte und für die Jacobi-Matrix dann explizit ausgerechnet gab es auch nochmal 2 Punkte. Gut, also das war der direkte Weg. Jetzt brauchen wir noch das Ganze via Kettenregel.
Und für die Kettenregel brauchen wir jetzt erstmal ein paar vorbereitende Rechnungen. Und zwar gucken wir uns erstmal für G alleine die Jacobi-Matrix an, dann gucken wir uns für F die Jacobi-Matrix an. Und dann müssen wir da mit der Kettenregel ja noch ein gewisses Produkt von bilden. Das heißt, wir fangen da jetzt einfach mal mit an. Also, wir betrachten DG und ersetzen jetzt XY durch irgendwelche Variablen UV. Das dient einfach gleich der Übersichtlichkeit halber, dass man halt sauber einsetzen kann. Und jetzt nehmen wir uns unser G, also diese Funktion hier, und bilden davon einmal die Gradienten. Und dann bekommen wir halt gerade raus, okay, wenn ich schreibe mir das G nochmal einmal hier hin, dann brauche ich nicht immer scrollen. Also G von XY war ja gerade XY Quadrat und X mal Y. So, und wenn ich jetzt die erste Funktion ableite nach X, dann lande ich ja bei Y Quadrat. Jetzt ist das aber in U und V. Das heißt, hier kommt dann ein V Quadrat hin. Leite ich die hingegen nach Y ab, dann lande ich bei 2XY, also bei 2 UV. Was wir hier also im Wesentlichen einfach nur machen, ist, wir ersetzen XY durch UV, damit hier hinten einfach die Variablen nicht so total überladen werden von der Benennung her. Und das gleiche machen wir jetzt hier unten einfach mit dem zweiten, also X mal Y einmal nach X abgeleitet, gibt ein Y. In den neuen Variablen ist das dann ein V. Und X mal Y abgeleitet nach Y ergibt das X. In den neuen Variablen ist das also ein U. Das heißt, wir bekommen dann diese Jacobi-Matrix. Da müssen die Striche noch gar nicht hin. Das gleiche machen wir jetzt für DF. Da lassen wir es allerdings mit dem XY stehen, weil das ist ja gerade das, was wir gleich da einsetzen wollen. Das heißt, hier ist das durchaus sinnvoll. Es dient ja im Prinzip auch nur der Unterscheidung. Das ist im Wesentlichen einfach nur eine Umbenennung. Ich schreibe mir auch hier das F nochmal daneben. Dann können wir nochmal genau sehen, wie das zustande kommt. Also wir hatten x Quadrat durch y und y Quadrat durch x und wollen jetzt den Gradienten der ersten Funktion haben. Das heißt, wir leiten das hier einmal nach x ab, dann landen wir bei 2x durch y. Wenn wir das nach y ableiten, dann landen wir bei minus x Quadrat durch y Quadrat. Und das gleiche mit der zweiten Funktion, das nach x abgeleitet, das ist minus y Quadrat durch x Quadrat und nach y abgeleitet ist das Ganze 2y durch x. Und dann haben wir hier die beiden Dinger fertig. Und dann können wir jetzt die Kettenregel darauf anwenden und sagen, okay, wenn wir die beiden Matrizen da oben haben, dann ist dg nach f von xy Kettenregel einfach gegeben durch die äußere Ableitung, also dg von f von xy mal die innere Ableitung d von f xy, df von xy. Ja, und das kann man jetzt ausknödeln, das heißt, wir setzen das einmal ein. Wenn ich jetzt in dg natürlich f einsetze, dann muss ich jetzt ja für v immer das y hier unten einsetzen und für u immer das x. Das heißt, für die erste Komponente wird das Ganze nun y hoch 4 durch x Quadrat. Ja, bei der zweiten multiplizieren wir einfach die beiden miteinander und multiplizieren es nochmal mit 2 durch. Dann landen wir gerade bei 2xy. Denn wie man ja sieht, hier das x und das y kürzt gerade gegenseitig. Und auf die Art und Weise erhält man hier eben fürs v einmal das y² durch x ohne das Minus davor. Und hier einmal das x² durch y. Also einfach die entsprechenden Projektionen, wenn man so möchte. Das ist also die erste Matrix. Und da schreiben wir jetzt einfach df von xy nochmal hin. Ich bin mal, glaube ich, faul. Raschel mal ein wenig rum. Und die multiplizieren wir jetzt einfach nochmal dran. Das ist natürlich typmäßig miteinander verträglich, weil das ist Matrix mal Matrix und die Größen passen. Das heißt, hier kommt jetzt einfach wieder eine Matrix raus. Und wenn man jetzt halt einmal die Matrix-Multiplikation durchführt und das einmal sauber ausxt, dann landet man beim gleichen Ergebnis wie auf direktem Wege, was ja auch nur sinnvoll ist. So, also das, was hier hinter steckt, ist jetzt einfach die ganz normale Matrizenmultiplikation. Das solltet ihr einfach nochmal nachrechnen, falls ihr das nicht für die Abgabe schon gemacht habt. Das ist jetzt nichts Dramatisches, da möchte ich jetzt allerdings nicht weiter großartig drauf eingehen.
Auch hier die Bepunktung wieder, wer das DG einmal so angegeben hat, gab nochmal 2 Punkte, wer dann das DF bestimmt hat, gab 2 Punkte und wer dann das hier unten nochmal richtig ausgerechnet hat, gab auch nochmal 2 Punkte. Das heißt, für den Teil A landen wir insgesamt bei 10 Punkten. Gut. Dann kommen wir zu Teil B. Da sollte man jetzt halt tatsächlich mal eine Richtungsableitung angeben. Und zwar ist die Richtungsableitung von G ja gerade in Richtung, jetzt muss ich mich kurz einmal auf den Zettel stützen, in Richtung 4, 3 im Punkt 3, 4. Das Ding ist gesucht. So. Und wenn man jetzt mal ins Skript guckt, dann wird man da in Satz 16.14 fündig. Und der sagt einem gerade, wenn eine Funktion in einem A total diffbar ist, dann können wir die lineare Abbildung, die in der totalen Differenzierbarkeit reinspielt, gerade durch die Jacobi-Matrix berechnen. Und das heißt, wir können einfach die Jacobi-Matrix von G nehmen, ausgewertet an der Stelle 3, 4. Das ist dann quasi das totale Differential. Und dann multiplizieren wir das Ganze nochmal mit V. Und dann kriegen wir die Richtungsableitung raus. Das heißt, wir nehmen uns jetzt im Wesentlichen Folgendes vor. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch hier auf die Lösung schielen, damit da gleich alles passt von der Abfolge her. Genau, also wir betrachten die partielle Ableitung der Funktion g in Richtung des Vektors v. Gut, der Vektor kriegt jetzt wieder den Vektorpfeil, weil das habe ich ja so in der Hilmer 1 auch gemacht. Und zwar im Punkt 3, 4. Das heißt, das Ding wollen wir jetzt berechnen. Und das können wir machen, indem wir uns die Jacobi-Matrix von G nehmen und die am Punkt 3, 4 auswerten. Ja, und die Jacobi-Matrix von G, die steht ja hier oben, das ist gerade das Ding. Und da müssen wir jetzt einfach für x bzw. für u einmal 3 einsetzen und für v einmal 4. Das heißt, da kriegen wir raus, das ist gerade 16, 24, 4, 3, angewandt auf den Vektor 3, 4. Das heißt, mal den Vektor 3, 4. Und das ist jetzt einfach wieder Matrix mal Vektor und da kommt dann raus 136, 25. Und das ist dann die Richtungsableitung eben genau in dem Punkt. Das heißt, wer das nochmal richtig ausgerechnet hat, hat für den Teil B nochmal 4 Punkte drauf bekommen, sodass man dann insgesamt bei der Aufgabe bei 14 Punkten landete. Und die wurden dann wieder auf die 3 Punkte runterskaliert. Also was wichtig ist bei der Aufgabe ist, den Ansatz einmal hinschreiben, dann das Ganze durch die Jacobi-Matrix zu ersetzen, dann sauber auszurechnen und hier auch wirklich einen richtigen Typus rauszubekommen, weil ich habe ganz viele gesehen, die haben hier dann irgendwie eine Zahl rausbekommen oder eine 2×2-Matrix, also da kommt dann wirklich wieder ein Vektor raus. Das ist auch sinnvoll, weil wir leben ja im Zweidimensionalen, das heißt, wir haben ein dreidimensionales Bild und da gibt der Vektor dann halt entsprechend den Punkt an. Ja, genau. So, was möchte ich dazu noch sagen? Dieser Vektor wird nicht normiert. Weil wenn ich den normiere, das haben einige gemacht, dann ändere ich die Richtungsableitung in der Gestalt, als dass ich sie verkürze. Und dann habe ich halt nicht mehr die Richtungsableitung im Punkt 3, 4, sondern eben im Punkt des normierten Vektors 3, 4, also im zugehörigen Punkt. Und dann habe ich halt nicht die gleiche Richtungsableitung. Das war also schon ein Fehler, wo ich auch nicht genau weiß, wo der herkommt, weil davon stand im Skript nämlich nichts. Und das sollte dann auch einfach wirklich vermeiden, weil das ist zunächst mal auch ein bisschen mehr Rechenaufwand, auch wenn das jetzt hier im R2 noch alles handsam ist, aber es ist auch wirklich etwas, was das Ergebnis schlichtweg verfälscht. Genau, und ansonsten war die Aufgabe aber eigentlich ganz gut gelaufen. Das heißt, da konnte man sich nicht großartig beschweren. Gut, das wäre es soweit dazu. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video zur Aufgabe 4, wo es dann nochmal so ein bisschen um mehrdimensionales Differenzieren geht, ohne wirklichen Inhalt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen geholfen.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.